Soweit, wie wir gekommen sind in unseren Erklärungen bis jetzt, da lässt sich doch nachvollziehen, dass wir unser emotionales Erleben auch als Ausdruck unserer Lebendigkeit verstehen können. Das erleben wir ja auch oft so. Wir fühlen uns sehr lebendig. Bei den meisten gefühlt. Aber da verwickelt sich was. Wir verwickeln uns in unseren Emotionen. Wir sind nicht nur lebendig, sondern leider auch etwas verstrickt. Die Kunst besteht darin, diese Lebendigkeit, diese Vitalität zuzulassen, ohne sich zu verstricken. Dazu brauchen wir Übung. Immer wieder üben. Üben mit allem, was unseres Weges kommt. Jede Situation, die uns so ein bisschen testet, jeder Kunde, der kommt, jeder Kollege, der anklopft. Zunächst ist es so, dass diese herausfordernden Situationen eher zu viele sind. Dass wir gern auch weniger hätten. Weil es uns jedes Mal so arg herausfordert. Hätten wir gern ein bisschen Ruhe im Leben. Wenn wir lernen, damit umzugehen und gelöst zu bleiben und insgesamt ein so im Leben unterwegs sind, dass wir sehr heilsam und freudig mit den Situationen umgehen, dann kann es auch passieren, dass wir mal etwas ruhige Zeiten erleben und uns das Gefühl haben, es wird zu ruhig. Du denkst jetzt gerade wieder dran, da könnte man ja ein Damenzentrum gründen. Nee, diesmal nicht. Nee, brauchen wir nicht. Wir können uns Herausforderungen einladen. Und das Beste ist, sich um Leute zu kümmern. Um andere zu kümmern. In Situationen reinzugehen, die wir sonst vielleicht vermeiden würden. Aber jetzt fühlen wir uns stabil genug und können uns einlassen. Brauchen nicht mehr zu vermeiden. Und wir wissen, dass wir uns selbst damit etwas Gutes tun. Das ist gar nicht so mitfühlend, sondern wir wissen, dass wir uns selber tatsächlich einen Gefallen tun, indem wir uns Bedingungen schaffen, in denen wir weiter wachsen können. Wir sind damit an der Schwelle zum fünften Schritt, die Emotionen als Weg nehmen. Nehmen sie als Weg, aber nicht nur, um uns innerlich zu entwickeln, sondern als Weg, um immer wieder die Natur des Geistes zu erfahren. Darum geht's uns, dass das emotional herausfordernde Erleben tatsächlich dazu beiträgt, tiefer zu verstehen und zu erwachen, jedes Mal neu. Jedes Mal kommt es oder kann es dazu kommen, dass wir merken, wie sich der Film aufbaut. Wir glauben an den Film, an die emotionale Geschichte. Sind aber gewahr genug, um zu merken, es ist ein Film. Es ist ein traumgleiches Entstehen. Es ist tatsächlich leer, nicht fassbar und lebt nur von der Kraft, die wir ihm geben. Und in dem Moment, wo wir ihm keine Kraft mehr geben, uns nicht mehr identifizieren, weg ist es. Als Methode arbeitet man da mit Provokationen. Im Dreijahresretreat, wenn wir diese Methoden angewendet haben, haben wir das so gemacht, dass wir uns so geschickt gelobt haben, so geschickt die Qualitäten des anderen beschrieben haben, indem wir uns gegenüber saßen, dass der andere wirklich so anfing zu glauben und sich so
gelobt und geschmeichelt zu fühlen und dann in einem Moment ganz krass kritisieren. So geschickt kritisieren, dass der andere sich wieder ganz erkannt und gesehen fühlt und ja, in die Reaktion kommt. Und die Aufgabe des Praktizieren, des Gelobten und Kritisierten bestand darin, die Natur der geistigen Bewegung anzuschauen. Dann haben wir mit Fantasien gearbeitet, die sexuelle Begierde anregen, kommen lassen, verstärkt. Immer in dem Maße, wie wir es dann noch durchschauen konnten, so dass es sich wieder auflöst. Dann haben wir das mit Ärger gemacht, Ärger angeheizt. Wir haben uns auch gegenseitig provoziert und die besten Provokationen waren die, die unvorbereitet stattfanden. Also ohne, dass der andere wusste, dass wir gerade am Üben waren. Sehr herausfordernd und nicht immer angenehm, auch nicht immer der richtige Zeitpunkt und die richtige Person. Konnte auch schief gehen. Wir haben also die verschiedenen Emotionen auch angeheizt. Das hört sich klasse an. Es erinnert so ein bisschen an Encounter-Therapie. Ist aber weniger geschickt. Ich finde Encounter noch ein bisschen geschickter. Es geht darum, nicht nur einfach zu provozieren, sondern es geht darum, immer wieder auch die Knackpunkte, die wahren Knackpunkte anzusprechen. Da, wo wir wirklich getriggert werden können. Also im Grunde genommen, und das ist das, wenn man es dann mal so ausdrücken möchte, man sucht sich Personen, die geschickt auf die eigenen Triggerpunkte drücken. Und das ist unangenehm, sehr unangenehm. Man braucht dazu eigentlich keine Methode. Also ich weiß nicht, wie ihr es euch in eurer Beziehung eingerichtet habt, in eurer Beziehung. Also mir reicht es. Eine frische Beziehung, die nicht ganz so frisch ist, reicht eigentlich aus, um diese Triggerpunkte zu berühren, normalerweise. Ja? Bei Alten, wenn sie nicht eingeschlafen sind, funktioniert es noch besser. Manche arrangieren sich ja. Ne? Und dann ist das nicht mehr so effektiv. Ja, aber die meisten haben sich schon getrennt, weil es so effektiv war. Okay. Also, die Botschaft kommt an. Ne? Wirklich, das Training ist dort am wirksamsten, wo wir tatsächlich auch auf den Leim gehen. Wo wir tatsächlich so berührt sind und so identifiziert und dass uns die Situation auch so wichtig sind, dass wir tatsächlich ins Schleudern kommen. Es ist nicht nur eine vorgestellte Situation, sondern ja, eine Art lebensbedrohliche. Weil in einer Partnerschaft, wo man sich versprochen hat, zusammenzubleiben, da ist dann immer alles so, und wenn der das jetzt die ganze Zeit so weitermacht und wenn die sich so weiter verhält und mich nicht versteht und so weiter und alles hat, nimmt immer Proportionen an, weil man sich vorstellt, perspektivisch ein ganzes Leben zusammenzuleben. Und dann geht's ans Eingemachte. Solange das nur eine Reisegruppe ist, ist schon schwierig. Ist schon schwierig genug, aber kann man aussitzen, ne? Kann man durchsitzen. Gibt es Chancen, jetzt aus der Praxis, mit dem Betroffenen, wenn nur einer auf dem Weg ist und bereit ist zu durchschauen? Ist es überhaupt lebbar? Zum Beispiel so tiefe Verletzungen, Schmerzen, die der Demütigung entstehen? Im Leben, dass man da weitergeht, dass man sagt, okay, das, ich kann es durchschauen, ich arbeite an mir und der andere meint das aber alles ernst. Ja. Ich meine, zu verstehen, was das, ich will mich nur vergewissern. Du meinst jetzt nicht, dass das Arbeiten mit Provokation, sondern du meinst die ganz normale Situation, wenn eine Person
unbewusst triggert oder bewusst da triggert. Da bin ich jetzt bewusst. Das ist dann auch schon die Frage. Ne? Also vielleicht spürt man halt dem anderen seine Schwäche und wenn man sauer ist, sagt man nein. Das kommt ja auch vor. Also aber überhaupt ist einige den bewussten Weg und der andere hält sich vielleicht für schlau, aber arbeitet nicht in dieser Radikalität, sondern auch in der Wirklichkeit. Es ist was anderes, ob ich jetzt wirklich schon sage, okay, ich nehme es ernst mit der Lehre und ich nehme mich halt selber zurück und schaue es immer wieder an, ja, und ob ein anderer das vielleicht auch ausnutzt und sagt, naja. Ist es möglich, sowas zu leben, wenn einer nur sozusagen am Bewusstsein arbeitet und sagt, nee, das ist alles. Natürlich ist das möglich. Guck mal, normalerweise sind zwei zusammen, bei denen es an Gewahrsein mangelt. Wenn eine von diesen beiden... Wenn eine von den beiden Personen daran arbeitet, mehr Gewahrsein zu entwickeln, geht es auf jeden Fall schon mal besser. Diese Person wird etwas mehr Weisheit, etwas mehr Mitgefühl mit hineinbringen in die Beziehung und wird hoffentlich weiterhin und vielleicht umso mehr ihren Partner, ihre Partnerin lieben und richtig so alles, was auf dem Weg so gewonnen wird, an Kräften entsteht, heilsam in diese Beziehung einfließen lassen. Also erstmal dadurch, dass eine der beiden Personen den Weg geht, an sich zu arbeiten, mit dem Gewahrsein zu arbeiten und das zu entwickeln, das kann nur hilfreich sein. Die Frage kommt dann, ob diese Person den Anspruch stellt, dass die andere es genauso macht. Da muss man sich im eigenen Ohr ziehen. Das, was ich für mich selber entscheide, was für mich, mir, was mir gut tut, muss das die andere Person auch tun oder darf die ihren Weg so weitergehen, wie sie es möchte? Mit Verdrängung, mit Schuldzuweisung, mit allem drum und dran. Das war ja vorher auch. Das ist nicht schlimmer geworden dadurch, nur vielleicht habe ich jetzt durch meine eigene Arbeit sehe ich klarer, ich sehe die Mechanismen deutlicher und ich will sie nicht mehr. Wenn ich mehr in diesen Mechanismen lebe, ich möchte, dass der andere sich auch ändert da drin und dann entsteht eine neue Spannung in der Beziehung, die vorher nicht war. Dafür trage ich die Verantwortung als derjenige, der an sich arbeitet und dann diesen Anspruch und diese Hoffnung und das auf den anderen überträgt. Ich brauche es nicht, so zu leben. Die Beziehung kann auch aufgelöst werden. Ich kann es dem anderen vorschlagen, ähnliche Wege zu gehen. Aber letzten Endes bin ich ja derjenige, der die Veränderung so eingeleitet hat und muss dann auch die Konsequenzen davon tragen. So würde ich das sehen. Aber schwieriger wird es nicht. Es wird eher leichter. Bloß werde ich vielleicht im Zwischendurch auch ein bisschen empfindlicher, weil ich die Mechanismen deutlicher sehe und sehe, wie das Leid bereitet. Und dann ist es sehr schwer, das so in Kauf zu nehmen. Okay, da war hat er noch eine Meldung doch irgendwo, ne? Oder? Aber es ist ein härteres Training, ne? Ja, das ist sehr herausfordernd, sehr herausfordernd. Und alle Achtung vor denen, die das schaffen, da also Jahrzehnte zusammen zu bleiben und einen deutlich unterschiedlichen Weg zu gehen. Das ist alle Achtung. Das ist nicht der Normalfall. Ich ahne, wie herausfordernd das sein kann. Und wie auch enttäuschend das ist. Der Mensch, den man liebt, geht nicht diesen Weg. Wir merken vielleicht auch, dass sich da einiges wiederholt und dieser Mensch in seinem ganz persönlichen Mechanismus gefangen ist und nicht wirklich raus möchte. Also der fünfte Schritt, die Emotionen als Weg nehmen, bedeutet, sie zu durchschauen. Als Weg des Erwachens nehmen, als Weg tieferer Erkenntnis, als Weg zu mehr Mitgefühl. Diese verstrickenden Emotionen haben nichts wirklich Positives. Sie sind Verstrickung.
wie man so sagt, das einzige Gute an dem Problem ist, dass es sich auflöst. Und so ähnlich ist es auch mit den Emotionen. Es ist nicht, dass die Emotionen zu Gold werden, sondern diese Emotion zu erleben, diese Verstrickung zu erleben, stimuliert einen Prozess, erneut gewahrt zu werden, die Mechanismen deutlicher zu erkennen und sich zu lösen. Es ist nicht, dass die Emotion zur Weisheit geworden ist, sondern die Emotion hat aufgrund der Anspannung, der Enge einen Prozess ausgelöst, in dem andere Kräfte aktiv wurden, ein zunehmendes Gewahrsein, was dieses Erleben untersucht, sich anschaut und dazu führt, dass tieferes Erkennen entsteht. Es ist nicht die Emotion, dieses Erleben zum Erkennen geworden. Es hat, man kann es so ausdrücken, einen Prozess ausgelöst, wo wir nach einer Lösung gesucht haben, nach einem tieferen Verstehen und war so Auslöser für etwas, was dann als Gold erlebt wird. Okay, nicht, dass da eine Verwechslung stattfindet. Emotionen als Weg nehmen heißt nicht, super, ich habe eine Emotion, klasse, sondern dann muss ich sie erstmal noch erkennen und darin gelöstes Sein wiederentdecken. Und das ist nicht so einfach. Kannst du uns da einfach mal ein Beispiel geben? Also eine Emotion erkennen, jetzt in die wir uns... Ja, zum Beispiel Ärger. Was wäre das denn? Ärger. Ja? Also Ärger. Also der nicht nur einmal entsteht, sondern Ärger... Grundsätzlich, oder was Emotion als Weg nehmen bedeutet, dass ich vorher schon im vierten Schritt immer mal wieder erkannt habe, dass Ärger keine Substanz hat, dass er im Nu vorbei sein kann. Mhm. Und dann scheue ich nicht mehr vor Situationen zurück, die in mir Ärger auslösen. Mhm. Und gehe auch als meinen Weg in Situationen hinein, die mich potenziell ärgerlich machen. Und weiß, wenn der Ärger aufsteht, sofort wieder praktizieren, wieder die Natur des Ärgers erkennen, sodass ich nicht mehr Gefangene meines Ärgers bin. Und so geht man, also weil man das schon auf Schritt 4 mehrfach erfahren hat, das Begierde oder auch Stolz. Zum Beispiel, man müsste ja sagen, jemand, der Stolz hat, Stolz ist, wie jetzt ich zum Beispiel, wie man so sagen würde, meine Wenigkeit, der sollte ja gar nicht mehr unterrichten. Ne? Das ist ja eine Situation, die den Stolz nährt. So viel Aufmerksamkeit, so viel Blicke, so viel Lob und Zuwendung. Da würde man ja sagen, ich als alter Stolzkranker sollte das meiden wie die Pest. Ne? Ja. Aber wenn man die Natur des Stolzes erkannt hat, dann kann man die Verführung, ja, also die Zuwendung der anderen, Lob und so weiter, kann man tatsächlich nutzen, weil das ja dann die Restbestände unserer stolzen Muster anregt und zu Stolz führt, um es immer wieder zu durchschauen, was für eine Illusion das ist. Wie sich diese Illusion aufhört und was es für eine Illusion ist, was für eine Täuschung. Alles Heilsame, was hier geteilt wurde mit euch, hat nicht der Tillmann produziert, sondern Tillmann stand zum Glück nicht allzu sehr im Wege, dass sich das Heilsame manifestieren konnte. Okay? Das ist wirklich, wenn sich das Heilsame manifestiert sich von selber. Unser Lehrer sagte immer, die Qualitäten der Buddha-Natur sind der Dharma. Der Dharma gibt den Dharma, der Dharma lehrt den Dharma. Das ist der Dharma in uns, also das Wahre in uns, die Liebe, Mitgefühl, Weisheit in uns, drücken dieses Verständnis aus. Und das Ich, der Tillmann, kann dem nur im Wege stehen. Wenn ich es zulasse, wenn ich mich klein mache und mich nicht identifiziere, dann kann die Unterweisung fließen. Das einzig Verdienstvolle, was der Tillmann vielleicht getan hat, ist, sich nicht zu dick zu machen. Sich nicht, ja, so. Und das ist alles. Die Qualitäten, die gewirkt haben, sind nicht die Qualitäten von einem Ich, sondern der Natur des Seins, der Natur des Geistes selbst. Und so kann man sich dann auch einer Situation, die normalerweise den Stolz nährt, aussetzen, merken, da kommt der Stolz
Und dann wieder reingucken, beziehungsweise durch solche Überlegungen, Kontemplationen rausfinden und das Ganze entspannen. Und dann ist es gut. Dann ist es hilfreich, wenn man solchen Situationen begegnet, weil damit all das, was man sonst vermeiden würde, ja aufgewühlt wird. Jetzt hätte ich nur noch eine Frage, wenn du jetzt beim Thema Stolz zum Beispiel, du erlebst den Stolz, wie auch immer, in dir, in deinem Körper, ganz individuell, und jetzt möchtest du ja darüber auch kontemplieren, du möchtest ja mit Weisheit da nicht aus der Situation gehen, aber du möchtest erkennen, was da abläuft. Das finde ich eben so schwierig, einerseits in dem Erleben zu sein, und andererseits zu gleicher Zeit irgendwie dann auch die Erkenntnis so, was denn da jetzt abläuft. Ja, das hört sich jetzt sehr getrennt an und das ist eigentlich eins. Während wir es erleben, die Natur des Erlebens wahrzunehmen. Und auch nicht den Anspruch haben, das jetzt gleich verstehen zu müssen, sondern... Das wird dadurch verstanden. Das ist, bei dir ist es jetzt noch diese sehr stark Beobachtende so von außen. Du willst das nochmal wie etwas Getrenntes annehmen, aber im Erleben selber wird schon offenkundig, dass es keine Substanz hat, dass es prozesshaft ist, dass es aus Bedingungen entsteht und dass, wenn diese Bedingungen zusammenkommen, dass es ganz normal ist, dass Leute freudig sind, einen loben und so weiter, dass das einfach Bedingungen sind, die entstehen. Und was die genauen Faktoren sind, dieses Entstehens, das spürt man auch. Man spürt, dass das eigentlich Heilsame gar nicht aus dem Ich heraus entstanden ist. Und das ist gar nicht schwierig, das zu beachten. Das Schwierige am Stolz ist, und warum das so eine schwierige Emotion ist, Stolz fühlt sich angenehm an. Im ersten Erleben ist. Man braucht schon etwas mehr Erfahrung mit Stolz, um zu merken, dass Stolz einen künstlich macht, dass einen Stolz von anderen trennt und dass da viel mit im Spiel ist beim Stolz, was gar nicht so toll ist. Aber erstmal fühlt sich Stolz natürlich gut an. Ne? Da fühlen wir uns wohl und in der Kraft und... Ne? Aber bei einer Emotion jetzt, die unangenehm ist, wie zum Beispiel spontaner Ärger, also beim Autofahren, das ist das beste Beispiel. Genau. Man fährt Auto und dann plötzlich kommt so ein Schwall von Ärger hoch. Und immer wieder passiert das Gleiche. Man beobachtet, es ist wieder eine Situation, dann sprichst du davon, dass das eben auch in dem Prozess so ist, dass dieser Prozess sich irgendwann mal auch so verändert, dass der Ärger eben nicht mehr auftaucht. Der verändert sich ganz schnell. In dem Moment, wo du von dem, der dir die Vorfahrt nimmt oder was auch immer, wenn du von dem Inhalt weggehst und dazu gehst, wie ist es ärgerlich zu sein, wirst du sehen, geht ganz schnell. Nicht irgendwann, sondern den Momenten. Man gar nicht mehr reinkommen, das meine ich. Gar nicht mehr reinkommen. Ärger reinkommen müssen. Nicht, dass er sich, also das ist ja klar, er geht gleich wieder weg, ja? Aber man will ja nicht mehr in diesen Affekt rein. Genau, und jetzt der fünfte Schritt wäre, solange ich mir nicht sicher bin, dass damit richtig aufgeräumt wurde und der nicht mehr anspringt, gucke ich, wie es möglich ist, da den noch zu provozieren. Ne? Das ist der fünfte Schritt. So, wenn ich mir sicher bin, Gengar Rinpoche zum Beispiel, weiß ich eines Tages sicher, dass kein Ärger mehr in ihm aktiv ist, dass der nicht mehr anspringt. Das hat er erlebt zum ersten Mal, als er in der Einhöhle im Himalaya, wo er mehrere Jahre saß, erlebt hat, dass während er in Meditation saß, ein Dieb gekommen ist und ihm seinen ganzen Vorrat gestohlen hat. Dann sitzt du oben da auf 5000 Meter Höhe und hast keine Nahrung mehr. Der ganze Sack wurde gestohlen. Da merkte er, dass nicht mal da Sorge oder Ärger auftauchte. Nicht mal in der Situation. Das war die erste Situation, die ihm das zeigte. Er blieb völlig gelassen und meditierte weiter. Das ist schon ein starkes Zeichen. Ne? Ein paar Jahre später kam ein weiteres Zeichen. Da war er sehr, sehr hungrig. Das war nach der Flucht durch den Himalaya. Das war dann schon in Sikkim. Da war er einer Bauarbeiterkolonne zugeteilt worden, die Straßen in Sikkim machten. Straßenbau. Ganz harte Arbeit. Und gut, er hat es ein bisschen leichter, weil er wurde von den Mitarbeitern gebeten, doch möglichst viel Tara-Praxis zu machen.
Er sollte zur grünen Tara beten und praktizieren, damit ihnen nichts passiert bei dieser riskanten Arbeit. Aber er musste auch ein bisschen mithelfen, aber er war genauso hungrig auch. Und in der Schreie, wo er ansteht, gerade als er sich mit der endlich geschöpften Suppe umdrehte, schnappt ihm jemand seine Schale Essen aus der Hand. In dem Moment gerade, wo er hungrig essen möchte, schnappt ihm jemand das Essen weg und selbst da nicht die Spur von Ärger, sondern nur Mitgefühl für denjenigen, der offenbar solchen Hunger hat. Das sind so, wenn man so klare Zeichen hat, dann braucht man auch nicht mehr nach Provokationen zu suchen. Ja? Dann braucht man nicht mehr nach Herausforderungen zu suchen. Und bis dahin ist es gut, sich nicht allzu sehr von der Welt abzuwenden und zumindest sehr wach zu sein, was die vielen, vielen kleinen Gelegenheiten angeht, den eigenen Emotionen auf die Spur zu kommen. Wie verhält sich das jetzt zum Beispiel bei einer Sucht? Ist das jetzt wieder ein anderes Thema? Sucht ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Magst du es noch ein Tick präziser sagen? Also ob man sich dem Suchtmittel wieder zuwendet, ist das die Frage. Ob man zum Beispiel als ehemaliger Alkoholiker doch ein bisschen wieder... Ich erkenne jetzt, okay, ich bin jetzt alkoholsüchtig oder spielsüchtig. Ja. Und erkenne es und will das natürlich nicht mehr sein. Und dann, wie gehe ich damit um? Da gehst du den ganz normalen Weg, der immer überall empfohlen wird. Du musst erstmal das Suchtmittel lassen. Haben oder ja. Oder wie es mein Körper haben oder wie? Ja. Also in der ganzen ersten Phase geht es darum, erstmal Abstand von dem zu nehmen, was einen viel zu starke Emotion auslöst. Auch die körperliche Abhängigkeit. Aus der musst du sowieso erstmal raus. Dann die emotionale Abhängigkeit, die ist ja viel zu stark. Deswegen ist es ja Sucht. Wir sind überhaupt nicht auf Schritt Nummer 5. Wir sind auf Schritt Nummer 1. Innerhalb. Wir sind gar nicht dabei, Schritt Nummer 5 zu besprechen. Bei einer Sucht sind wir auf Schritt Nummer 1. Stopp. Stopp. Und dann Heilmittel, Schritt 2. Was heilt hier? Was hilft hier? Es geht nicht um 4 oder 5. 3 kann noch diskutiert werden. Aber ne, das war jetzt einfach das zur Klärung. Ne, wir sind auf einer anderen. Es geht hier um Praktizierende, die Natur des Geistes bereits verwirklicht haben. Schritt Nummer 5 ist nur für solche, die Natur des Geistes bereits verwirklicht haben. Also, das ist dann schon ein... für einfach, wenn wir schon die Gewissheit haben, dass die Emotionen leer sind, Substanzen, diese völlige Gewissheit aus der eigenen Erfahrung geboren, dann ist es gut, ruhig auch noch ein bisschen weiter aufzuräumen. Damit brauche ich auch eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zu erklären. Ne? Das ist einfach nur, um die Perspektive zu zeigen. Was war das für eine... Carola, was war? Ist ja noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Nee, und ich muss auch sagen, auch in meinem Leben ist es nicht so weit. Das wollte ich nämlich vorhin eigentlich noch sagen. Wir haben das zwar im Retreat so praktiziert, aber eigentlich waren wir noch gar nicht an dem Punkt. Vorgeschmack. Wir haben einen Vorgeschmack bekommen davon. Da waren nur wenige so weit, dass überhaupt ein klares Erkennen der Natur des Geistes sich schon verankert hatte. Aber wir bekamen diese Methoden übertragen, wir haben sie praktiziert, wir haben begriffen, dass es darum geht, sich nicht zu identifizieren. Und spätere Situationen, später im Leben gab es dann Situationen, wo wir das anwenden konnten. Und auch heute muss ich sagen, ich muss mir die Situation nicht extra suchen, das Leben bringt genug. Auch, ja, reichlich, ne? Tatsächlich hatte ich ein paar sehr ruhige Jahre auch, sehr, sehr ruhige, aber ich hatte dann auch zum Glück die Aufgabe zu unterrichten und da begegnet man auch immer wieder Herausforderungen. So. Karin. Ich muss noch mal eine Sache fragen. Jetzt eine Situation, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, also ist ein Konflikt entstanden und das Ganze führt im Extremfall zu einer Gerichtsverhandlung. Und dieser Verlauf, dieses Prozess, also das, was passiert ist, wird von der anderen Seite komplett umgedreht mit dem getürkten Zeugen, also richtig extrem. Und
ich meine, da entsteht, der Ärger ist ja, und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit ist ja vorprogrammiert. Es ist ja bodenlos, wie man versteht. Wie kann das sein? Wie geht sowas? Und das kann ja richtig extrem werden, diese Auswirkungen davon. Wie ist es, also, wie kann man das umgehen? Ja. Kann man nur einfach zu sich stellen, was so wahr ist und. Du sprichst etwas an, wo es wieder um den Unterschied zwischen Inhalt und Emotion geht. Tatsache, da wird gelogen, da wird massiv betrogen. Okay? Okay, nehme ich das persönlich oder nicht? Selbst wenn es ein persönlicher Angriff ist, will ich den persönlichen Angriff persönlich nehmen oder nicht? Da kommt die Emotion rein. Und da wäre es, du hast die größten Chancen für einen klaren Geist und für eine gute Prozessführung, wenn die Emotion sich schon gelöst hat. Und du es jetzt darum geht, einfach sachlich der Wahrheit zu dienen und zu gewinnen. Sagen wir es einfach mal so. Aber die wütende, ärgerliche Emotion des ungerecht behandelt werden. Das ganze Aufbegehren verschleiert unseren Geist. Es ist verständlich, genau das ist die Reaktion, aber genau das macht uns eigentlich unfähiger, klar zu sehen und klar zu handeln. Wir sehen viel klarer und viel besser, was sinnvoll ist, wenn die Emotion schon mal bei uns durchgearbeitet wurde, aufgelöst wurde. Das heißt nicht, dass wir mit dem Prozess aufhören. Wir führen ihn vielleicht viel besser als vorher. Merkst du, Inhalt? Inhalt ist eins. Wir können zum Beispiel weiter kämpfen für Gerechtigkeit hier in der Welt, für ein gesundes Ökosystem und so weiter. Wir können kämpfen, wir können uns einsetzen, aber es ist nicht mit dieser emotionalen Verspannung, wo wir uns genauso verhalten, genauso aggressiv werden unter Umständen, wie die Leute, gegen die wir angehen. Ich habe das sehr stark erlebt. Ich habe mal mit Freunden zusammen eine Partei gegründet. Das war damals in Freiburg die Bunte Liste, bevor es die Grünen gab. War unglaublich engagiert da drin und musste dann zu meinem Entsetzen feststellen, dass dieselben machthungrigen Mechanismen abliefen innerhalb der größer werdenden Partei. Wir haben dann sogar die zum ersten Mal die 5%-Hürde geschafft im Stadtrat. Dritter Ort in Deutschland, wo so eine alternative Liste, wie sie in Berlin heißt, und so den Schritt geschafft hatte. Und es war furchtbar zu sehen, wie in unserem eigenen Geist diese Mechanismen abliefen, diese Emotionen, die wir immer nach außen projizierten, auf die Kapitalisten, die Profithaie und so weiter, ja, die Etablierten. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich mich dem Dharma zugewendet habe, viel stärker noch zugewendet habe. Ich gemerkt habe, solche Weltverbesserer, wie wir welche sind, kannst du in der Pfeife rauchen. Ne? Wirklich, weil wir funktionieren in denselben Mechanismen von Freund und Feind und Anhaftung, Abneigung, wie die Welt, gegen die wir uns stemmen. Und es braucht dann nur die geeigneten Bedingungen und wir verhandeln uns dann an der Macht oder in den Entscheidungsgremien wieder aufgrund dieser inneren Mechanismen. Und da ist der Unterschied zwischen echter innerer Arbeit und nur einem äußeren verändern wollen. Das hast du mit deinem Beispiel ganz gut angesprochen. Wenn man jetzt in die Situation gerät, wo das so ganz unerwartet kommt. Unerwartet ist immer blöd. Genau. Weil ich meine, es gibt ja Situationen, die können richtig fatale Folgen haben. Ja, fatal, wirklich. Genau. Diesen Luxus zu haben, zu sagen, wir vertagen das oder in dem Moment still zu sein oder bevor man sich in dieser Rechtfertigung oder in dieser Emotion fängt, weil erstmal, da muss erstmal im Innehalten stattfinden können. Das ist ja manchmal nicht so leicht. Also, du kannst nicht immer äußerlich innehalten. Es geht darum, innerlich innezuhalten, während du äußerlich vielleicht weiterhandelst. Heißt du, innerlich zu merken, okay, das eine ist jetzt meine Emotion, aber hier geht es darum, Leben zu retten. Oder hier geht es darum, etwas Wichtiges, ja, zu schützen, zu bewahren. Du kannst nicht, wenn dein Kind auf den Abgrund zuläuft, dann kannst du nicht warten, bis deine Emotion vorbei ist. Ne? Du musst da handeln, auch wenn du Emotionen hast. Aber du versuchst es gleichzeitig so zu machen, dass
die Emotion möglichst nicht störend dazu dass du das Kind wirklich schützen kannst, ohne es durch deine Angst, Panik und sonst was oder Ärger, dass es nicht auf dich gehört hat, noch zusätzlich zu gefährden. Ja, da kommt die Weisheit hinzu, die deine Emotion, wenn sie sie nicht auflösen kann, zumindest in Schach hält, sodass sie nicht zusätzlich allzu sehr Störung wirkt. Und wenn du dann mal Zeit hast, oder manchmal auch im Moment selber, das ist da, wo manche Menschen diese spontanen Erkenntnisse haben, dass eine Emotion, die schon ganz stark angefangen hat, in dem Moment plötzlich weg ist, weil etwas anderes viel wichtiger wird. Es ist viel wichtiger, sich um die Situation zu kümmern, als der eigenen Emotion zu folgen. Da haben schon einige erlebt, dass da sie überrascht waren, wie plötzlich die Angst weg war oder wie plötzlich der Ärger weg war, weil es nur noch ums Handeln ging, nur noch um ein hilfreiches Tun. Okay, also warten tun wir da nicht. Den Luxus des Innehaltens, also des äußeren Innehaltens, können wir nicht immer haben. Geht nicht. Wir müssen sofort handeln. Genauso wie wenn das Haus brennt. Wenn das Haus brennt, dann handeln wir sofort. Aber je bedachter wir dabei sind, je weniger wir in Panik sind, desto effektiver werden wir sein. Okay. Christian. Sind doch so diese sogenannten Störgefühle von Zorn, so haben doch immer so ein gegenteiliges, positives anderes, ja? Genau, es gibt immer so Gegenspieler. Genau, also einfach diese positive Seite davon sozusagen, die dann angeblich, sage ich jetzt mal, hochkommt, wenn man das auf der anderen Seite sagt, du weißt, die Emotion so gehen zu lassen, dann löst sich die Emotion auf. Das kann ich irgendwie schon tun, aber wo ist da der Punkt, wo ich sage, da ist die Kraft der Emotion, die da war, führt mich jetzt auch zu diesem Positiven. Das ist ein Missverständnis. Aha. Das, was wir Gegenspieler nennen, zum Beispiel für Ärger, Hass, ist das Mitgefühl der Gegenspieler. Für Angst ist es Vertrauen. Und so gibt es Gegenspieler. Für Neid ist es die Mitfreude. Diese Gegenspieler, die entstehen nicht aus der Emotion. Das sind Gegenkräfte. Da sind wir jetzt auf Schritt 2. Deine Frage bezieht sich darauf, was ist die heilende Gegenkraft, das Heilmittel für die Emotion, mit der ich mich jetzt gerade rumschlage. Wenn ich im Ärger und Hass bin, ist es ungemein hilfreich, Mitgefühl zu entwickeln, weil Ärger, Hass und Mitgefühl können nicht gleichzeitig existieren im Geist. Die schließen sich gegenseitig aus, genauso wie sich Neid und Mitfreude ausschließen. Angst und Vertrauen schließen sich aus. Und das ist ein inneres Wissen um die Kräfte, die sich ausschließen gegenseitig. Und dann nehmen wir als Heilmittel für die Emotion, die jetzt gerade da ist, kultivieren wir die Kraft oder die Qualität, die eben so geartet ist, dass sie nicht gleichzeitig mit der Emotion vorhanden sein kann. Dieses Gegenmittel ist auch eine Emotion. Das Gegenmittel ist eine Qualität des Seins, oder ich weiß nicht, kann man vielleicht auch Emotion nennen, aber Emotion in dem Sinne, von dem breiten deutschen Sinne. Es ist keine belastende Emotion. Mitgefühl ist keine verstrickende. Ja, Mitfreude ist keine verstrickende Emotion, aber es ist ein Gefühl, eine Qualität des Seins. Das ist also das eine, das ist der Prozess mit diesen Gegenspielern. Und da wird zum Beispiel im Theravada-Buddhismus, aber auch im Mahayana-Buddhismus, wird auf der Ebene von Heilmitteln, Gegenmitteln oft über das Kultivieren des Gegenteils gesprochen. Das ist auf Schritt Nummer 2 der Fall. Begierde oder Habsucht, Freigebigkeit, ja, gehen nicht zusammen. Und so können wir gezielt die Antidotes, diese Heilmittel, Gegenmittel kultivieren und wenn die stärker werden, nehmen ihre Gegenspieler ab. Das ist auch eine ganz normale Gesetzmäßigkeit des Geistes. Es gibt es aber noch etwas anderes und ich habe euch mehr auf dieser Ebene unterrichtet dieses Wochenende. Gar nicht so sehr gegenzusteuern, sondern sich die Natur des Erlebens anzuschauen und
diese leiderzeugende Emotion nicht weiter zu nähren, sodass sie sich löst. Und dann kommen die anderen Qualitäten, die verschwunden waren, die kommen dann wieder zum Vorschein. Wenn sich Ärger und Hass auflösen, dann kommt Mitgefühl wieder zum Vorschein. Ja, die sind eigentlich ohnehin da. Die brauchen wir gar nicht so zu erzeugen. Die sind eigentlich da, wir brauchen ihnen nur den Raum zu geben. Ich habe euch eher auf dieser Ebene unterrichtet. Ich habe das nur ein bisschen angedeutet, dass man solche Heilmittel anwenden kann. Aber es ist nie so, dass aus dem Hass das Mitgefühl wird. Sondern Hass, Ärger stimuliert vielleicht ein Verständnis dafür, wie schlimm Hass ist, wie zerstörerisch. Und dann vielleicht denke ich dann weiter und denke, wie viele Menschen in Ärger, Wut und Hass gefangen sind. Und dann sehe ich, wie zerstörerisch das um sie herum wirkt und wie viel Leid das bewirkt. Und dann kommt allmählich das Mitgefühl ins Spiel, aber nicht als eine Qualität des Hasses, sondern was das Gewahrsein der eigentlichen zerstörerischen Kraft des Hasses in uns alles auslöst und das bewirkt, dass wir ins Mitgefühl fangen. Okay, es ist nicht der Hass, der zum Mitgefühl geworden ist. Genauso wird ein Geiz wird nie zur Freigebigkeit. Geiz, Habsucht beruht auf der Angst, nicht genug zu haben. Das ist nicht, worauf Freigebigkeit beruht. Die haben andere Wurzeln. Hm? Ja, ja. Okay. Das also erst, wenn sich das sozusagen auflöst, entsteht automatisch das andere, genau. Beziehungsweise wenn das andere geübt wird, entsteht das eine. Genau, das ist es. Genau, das ist es. Ja. Und da, ich habe deswegen so ausführlich darauf geantwortet, weil ich mir bewusst bin, dass es Lehrer gibt, die das so darstellen, als würde die Goldmine in der Emotion selber stecken und irgendwie die Emotion sich so transformiert werden können, so dass aus der Begierde plötzlich Liebe wird, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Also ich kann, also das gibt ja dieser Zorn, der so zu dieser spielgleichen Weisheit wird. Ja, das ist aber kein Zorn im üblichen Sinne. Das sind so genau solche verdrehten Unterweisungen. Ja, das ist genau sowas, wo man dann meint, sein ganz normales emotionales Verstricktsein irgendwie mit einer der fünf Buddha-Weisheiten entschuldigen zu können. Das ist wirklich dieser Zorn, der Ausdruck der spiegelgleichen Weisheit ist, ist auch gleichzeitig Ausdruck des Mitgefühls. Das ist eine kraftvolle Präsenz, die für andere vielleicht zornig wirkt, aber einfach nur ein kraftvolles, zum Beispiel schützendes Eingreifen ist in einer Situation, um klare Grenzen zu ziehen und innerlich überhaupt nicht von Ärger und Wut begleitet ist, sondern von einer tiefen Weisheit und einem tiefen Mitfühlen, das in dem gespürt wird, dass es diese kraftvolle Präsenz braucht. Wird äußerlich vielleicht wie Zorn aussehen, ist innerlich aber gar kein Zorn. Also da braucht auch nicht ein Zorn zu einer Weisheit zu werden, sondern das ist von Anfang an schon diese Weisheit. Und ich müsste da jetzt sehr viel erklären, aber ich weiß, dass viele verkehrte Unterweisungen da im Umlauf sind, weil Menschen das einfach nicht richtig verstanden haben, was damit gemeint ist. Gisela. Eigentlich wollte ich an deins noch anknüpfen, jetzt bist du dazwischen, bin ein bisschen wirr, aber ich glaube, ich bringe es noch hin. Und zwar ging es ja so um Gefühle, Emotionen. Ich merke, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das Gefühl ist da und der Gaul galoppiert los. Also ich kann ja da gar nichts mehr machen. Der Kopf kann mir in dem Moment nicht mehr helfen, das kommt erst später. Und ich glaube, es gibt viele andere auch, die sehr emotional sind, manchmal tut es dahinterher leid. Gibt es denn da Möglichkeit, das irgendwie... Schritt Nummer eins. Mit jedem von uns galoppiert der Gaul durch und dann ist Schritt Nummer eins gefragt. Wenn man dann so gar nicht mehr denken kann vor lauter Emotionen... Du kannst denken. Das ist eine Ausrede, weil wenn du Worte finden müsstest, um jemanden ärgerlich anzugreifen, du kannst gut denken, du findest die richtigen Worte. Ja, außer du ärgerst mich so, dass ich sprachlos bin, das gibt's auch. Das gibt's auch, aber du denkst trotzdem, auch wenn du sprachlos bist.
Also denken kannst du, bloß muss es halt so sein, dass dieses Denken jetzt wirklich sich darum kümmert, oh, gerade galoppieren wir mal wieder den Gaul durch. Wie kann ich jetzt das Ganze ein bisschen verlangsamen? Wie kann ich jetzt mich nicht so davon reißen lassen? Dieser Gedanke, den braucht's dann. Den muss man wollen. Den muss man auch ein bisschen kultivieren. Das ist der schwierige erste Schritt. Ich sehe jetzt einfach den Gaul, der galoppiert. Irgendwie halte ich den? Der geht. Nee, du bist der Gaul. Wo willst du eigentlich hin? Wo willst du eigentlich hin? Ne? So. Ja, dem anderen, der mich geärgert hat, sagt, du, so geht's aber nicht. Nee, es gibt da, das ist der schwierige Schritt, der schwierige erste Schritt. Vom Innehalten an wird alles schon viel einfacher. Das Schwierige ist, wenn uns die Muster mit fortreißen, dann das zu bemerken und ihnen nicht zu folgen. Das ist der erste schwierige Schritt. Alles andere wird dann relativ leicht. Da hilft es jetzt, zum Beispiel die typischen Situationen, in denen dir die Emotionen durchbrennen, die im Vorhinein schon mal so zu kontemplieren, sondern zum Beispiel zu denken, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich zur Arbeit gehe, was sind die Situationen, was bei mir immer wieder durchbrennt. Und jetzt schon, bevor es wieder passiert, dir vorzustellen, wie du innehältst, wie du es bemerkst, wie du innehältst und eine andere Richtung einschlägst. Das jetzt schon vorzubereiten, zu bahnen, indem du das in einem vorstellenden Erleben vorwegnimmst, dann erinnerst du dich viel leichter dran, wenn es dann passiert. So kann man sich vorbereiten. Das ist genau wie wenn du zu einem schwierigen Gespräch gehst und dich vorbereitest, was könnte da an Triggern auftauchen, an Auslösern, schwierige Fragen, schwierige Situationen. Du gehst schon mal rein und du stellst dir vor, wie du dann entspannt bleibst, wie du deinen Humor nicht verlierst und so weiter. Du stellst dir das ja so vor. Und das hilft. Man muss sich auf die Dinge, die einen sonst wegreißen, muss man sich innerlich vorbereiten. Damit dann in der Situation die Erinnerung anspringen kann. Und jetzt die Frage, musst du, wenn es vielleicht so eine alte Wunde ist oder irgend so was, und irgendwann kommt da plötzlich und ich merke, dann kann ich mich ja nicht vorbereiten, weil das so plötzlich ist. Ich merke entweder Schreck oder ich laufe gleich nach vorne, da habe ich Emotionen. Ja, wenn es natürlich plötzlich passiert, aber jetzt, wo du gerade denkst, die alte Wunde und wenn das passiert, jetzt kannst du dich vorbereiten. Wenn dieses Thema, wenn diese Art Situation wieder berührt wird, wie wäre es dann wohl gut für mich, damit umzugehen? Dass du jetzt, wo du es gerade noch am Schlawittchen hast, tatsächlich auch vorbereitest. Das ist jetzt schon Trockenübe sozusagen. Genau, Trockenübung. Üben. Ja. Das Trockenübung. Ist irgendwann wieder so ein bisschen relativiert. Mhm. Und das hilft dann auch bei neuen Situationen. Bei neuen Situationen, die ähnlich sind, hilft es auch. Bei neuen Situationen, die ganz anders sind, hilft es nicht so stark, weil wir erstmal anders getriggert sind. Aber der Reflex, überhaupt erstmal, immer wenn es zu schnell wird, immer wenn ich merke, jetzt überrollt mich gerade was, der Reflex innezuhalten, der kann sich dann ausbreiten in alle Situationen. Immer wenn ich merke, dass ich mein Zentrum verliere, dass ich so meine geerdete Präsenz verliere, dann mich um die Präsenz zu kümmern. Dieser Reflex, der ist gut für alle Situationen. Immer wenn es mich fortreißt und dann sensibel dafür zu werden, wann es da anfängt und das Tempo zu reduzieren, gut nach mir zu schauen. Das ist ein allgemeiner Reflex, der für alle Situationen gut ist. Dann vielleicht so Füße, Erden. Genau, Füße, Erden. Okay, danke. Ja, Annette und dann ihr beide. Mhm. So der Emotionen, also ob das jetzt Wut oder Angst ist oder was auch immer, Hass und diese extremen Emotionen auch,
die mir kam gerade so ein Bild, das ist ja eine Energie, es ist ja eine Form der Energie. Und vielleicht ist es deshalb so schwierig, die zu vielleicht auch auszuhalten, weil in so einem, ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, wäre das auch eben eine Möglichkeit bei diesem Innehalten, also angenommen, man kommt jetzt wieder in so eine Situation, man weiß, aha, man neigt dazu zum Beispiel, so emotional zu reagieren und man kommt in eine Situation und übt dann sozusagen schon im Vorfeld innezuhalten, also praktisch diese Energie der, jetzt nehmen wir mal des Zorns, die Energie des Zorns zu halten, ohne sich wegreißen zu lassen. Aha. Mhm. Genau, man nennt das eine Emotion halten können. Mhm. Die ist ja nicht weg durch beim Innehalten, sondern die ist ja da, aber wir lassen uns nicht fortreißen. Wir halten sie, wir müssen sie nicht ausagieren. Mhm. Das ist der wichtige erste Schritt. Halten können, ohne auszuagieren. Und dann da überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte. Mhm. Aisha. Hattest du mich schon? Ich bin auch nicht. Ohne jetzt den Rahmen sprengen zu wollen, aber ich habe tatsächlich eine Frage, was deine Meinung ist dazu, was haben die Kleshas mit den Jinas zu tun, wenn sie nicht sozusagen ein bestimmtes Modell der Befreiung darstellen? Ja, wenn die... Also die Frage von Aischen bedeutet, was haben diese verstrickenden Emotionen mit den Buddha-Familien zu tun? Ne? Die fünf Buddha-Familien. Die Frage könnte ich jetzt ausführlicher beantworten, aber kurz bedeutet es, wenn diese Emotion erkannt wird, durchschaut wird, dann zeigt sich das entsprechende Gewahrsein dieser Buddha-Familie. Okay? Ist nicht die Emotion, die der tolle Ausdruck dieses Gewahrseins ist, sondern eine verdrehte Manifestation, in der wir erst, wenn wir sie durchschauen, diesen Aspekt des Gewahrseins verwirklichen können. Jetzt habe ich natürlich unverständlich gesprochen für die, die nicht wissen, worum es geht. Also da muss ich euch jetzt, glaube ich, den Gefallen tun, ganz kurz da durchzugehen. Ja? Kurze Orientierung in der Zeit. Virginia, du kommst gleich noch dran. Ja? Die fünf Emotionen, die ich eingangs besprochen habe, werden wie in so einer Art Kleeblatt sich vorgestellt. Lotus. In der Mitte mangelndes Gewahrsein. Osten, also vorne, der Bereich Ärger, Wut, Hass. Süden, also rechts, der Bereich Stolz, Hochmut, im Westen, also hinten, der Bereich Begierde, Verlangen und im Norden der Bereich Eifersucht, Neid, Rivalität. Das ist so das Mandala unseres verstrickten Seins. Das sind Grundkräfte und ihr merkt, das sind Gegenspieler. Auf der einen Seite ist Ärger, Wut, auf der gegenüberliegenden Seite Begierde, Verlangen. Da ist Stolz und da ist Eifersucht. Das sind auch wieder Gegenspieler. Ja, es gibt so Beziehungen in diesem Lotus über die Mitte hinweg und die Mitte ist immer das mangelnde Gewahrsein. Ohne mangelndes Gewahrsein keine einzige dieser anderen Emotionen. Das ist immer mangelndes Gewahrsein bedeutet Angst, grundlegende Unsicherheit, nicht wissen, nicht kennen. Und auch nicht wissen wollen. Wenn wir Hass, Ärger, Wut durchschauen, entdecken wir die spiegelgleiche Qualität des Geistes. Spiegelgleich bedeutet Klarheit, aber vor allen Dingen steht hier das Beispiel des Spiegels, für die Fähigkeit des Spiegels, stellt euch vor, das wäre ein Spiegel, die Fähigkeit des Spiegels, sofort, wenn er woanders hingehalten wird, sofort alles zu spiegeln, was in der Richtung zu sehen ist. Man nennt das die Fähigkeit zur unbehinderten
Klarheit, unbehinderte Wahrnehmung, da ist nichts von dem. Wenn da jetzt gerade noch ein volles Bild war vom See, kommt jetzt in die andere Richtung, ist ein volles Bild von dem, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Nichts von dem, was da war, bleibt und stört das nächste Erleben. Und diese unbehinderte Qualität des Spiegels ist hier das, was mit dem dem spiegelgleichen Gewahrsein gemeint ist. Und das ist genau das Gegenteil von Ärger. Es gibt nichts Solideres als Ärger. Ein vergegenständlichendes Denken das und Fühlen, das boah, und bis hin zum Hass, wo wir ein Leben lang vielleicht nicht loslassen können. Und wenn Ärger, Wut, Hass durchschaut werden, zeigt sich wieder die spiegelgleiche Qualität, dieses dynamisch fließende Sein, alles jederzeit wahrnehmen zu können, das nichts Substanz hat, in völliger Klarheit. Also es ist das Auflösen dieser emotionalen Verstrickung, was besonders diesen Aspekt des erwachten Gewahrseins zutage bringt. Stolz, nächster Aspekt. Stolz ist ganz typischerweise mit Hochmut, mit ich bin besonders. Und wenn ich auch die schlimmste Depression aller Zeiten habe, auf jeden Fall bin ich besonders. Und wenn ich der Unfähigste von allen Menschen bin, auf jeden Fall bin ich besonders. Oder ich bin der Beste. Aber ich bin nicht gleich. Wenn Stolz durchschaut wird, die Illusion des Stolzes durchschaut wird, dann kommt die Gleichwertigkeit, die Gleichheit allen Erlebens zum Vorschein. Und wir merken, dass es gar kein Erleben und gar kein Jemand gibt, der besser oder schlechter ist. Die Illusion der essentiellen Verschiedenheit, ich ganz anders als andere, ich besonders, die löst dich auf. Und zwar erst, wenn sich der Stolz aufgelöst hat. Und dann tritt dieser Aspekt des erwachten Gewahrseins zum Vorschein. Wir merken, ah, das ist ja nur ein künstlicher Unterschied, der da gemacht wird. Eigentlich sind alle Erfahrungen gleichwertig. Sie sind gleichwertig in ihrer nicht fassbaren, leeren Natur. Auch da wieder, das Wegschmelzen, Durchschauen, Durchdringen der Emotion führt dazu, dass der entsprechende Aspekt des Gewahrseins zum Vorschein kommt. Begierde. Begierde ist, ich will das. Das ist angenehm. Das ist viel angenehmer als das andere. Das gefällt mir viel besser. Die Frau, der Mann, die ist scharf. Die möchte ich. Und das ist genau, wo ich hin möchte. Okay. Und dieses Verlangen nach dem, was anders ist, nach dem, was besonders ist, das nennt man Begierde. Wenn diese Begierde durchschaut wird, dann ist es kein Gefängnis mehr. Wir entdecken zunächst mal, und das ist, da muss ich jetzt, wir entdecken zunächst mal die grundlegende Gleichwertigkeit allen Seins, dass die Unterschiede künstlich gemacht werden und merken aber, dass wir weiterhin unterscheiden können. Die unterscheidende Fähigkeit des Geistes bleibt weiter da, aber ist befreit von dem Greifen nach diesen Unterschieden. Und das können wir erst sehen, dass diese grundlegende, feine Fähigkeit des Geistes zu differenzieren, dass die grundlegend immer da ist, das entdecken wir als eine ständig gegenwärtige Qualität des Geistes, die wir in der Begierde eigentlich gegen sich selbst verwendet haben und nicht mehr, wir haben den Aspekt der Gleichheit völlig weggelassen und sind nur noch auf dem Unterschied gelandet. Das, was den einen Wein so von dem anderen unterscheidet, die eine Person so von der anderen, und das Gewahrsein das unterscheidende Gewahrsein beinhaltet ein Gewahrsein der Gleichheit und der Verschiedenheit. Neid, Eifersucht, Rivalität geht mit dem Gefühl einher, es ist nicht gut genug. Ein Mangelgefühl. Es muss besser sein. Ich muss es besser machen. Ich muss die Situation besser gestalten.
die ganzen Ambitionen oder jemand anderes hat etwas Besseres als ich, was ich habe, ist nicht gut genug oder jemand nimmt mir was weg, was ich eigentlich haben möchte, ich habe da nicht genug für mich, ein Mangelgefühl. Wenn Eifersucht, Neid, Rivalität durchschaut werden, wenn die Emotion sich auflöst, dann entdecken wir, dass das jetzige Erleben, wo wir vorhin noch eifersüchtig waren, in sich eigentlich alles hat, um glücklich zu sein. Dass dieser jetzige Moment in sich vollkommen ist. So unvollkommen wie er ist, ist er vollkommen in seiner Qualität, ein reiches Erleben zu sein. Wir nennen das das allvollendende Gewahrsein. Das ist der Aspekt unseres erwachten Gewahrseins, mit dem wir sehen können, dass jedes Erleben in sich eine Perfektion trägt, ohne dass das Erleben, die Situation perfekt sein muss. Es ist vollendet, weil es zugleich dynamisch frisch ist, wie im Spiegelgleichen. Es ist nicht fassbar, wie im Gewahrsein der Gleichwertigkeit. Es ist unterscheidend, differenziert, mit ganz feinen Nuancen und in seiner Natur perfekt. Es ist ein perfekter Moment des Erlebens. Jetzt gerade können wir das erleben. Dieser Moment, egal wie wir uns ihn anders vorstellen können, ist gerade als Erleben total perfekt. Vollkommen. Und das Gewahrsein, was das sieht, das nennt man das allvollendende Gewahrsein. Und es ist nicht etwa, wie manche meinen, ein Gewahrsein, was die Ärmel hochkrempelt und dann aktiv wird zum Wohl der Lebewesen. Es ist das Gewahrsein, was weiß, dass den Lebewesen gezeigt werden muss, dass das, was sie erleben, in sich schon das Erwachen ist. Dass es gar nicht woanders hingeht. Das ist das allvollendende Gewahrsein. Nicht eine Aktivität zum Wohl der Wesen, Zentren zu machen und dieses und jenes und weil man meint, man gehört zu dieser Familie, die alles immer machen muss. Die Macherenergie, die geht raus. Die Macherenergie ist eine ambitionierte Energie. Ist eine Energie, die immer meint, die Welt noch verbessern zu müssen. Und es ist endlos. Es ist endloses Leid. Und jetzt kommen wir zum Zentrum. Im Zentrum sind Dumpfheit, Angst, mangelndes Gewahrsein. Das sind enge Geisteszustände. Das sind Geisteszustände, in denen wir so nicht mitkriegen, was läuft. Wenn das durchschaut, wenn wir die Natur dieses dumpfen Erlebens durchdringen, entdecken wir, dass darin, genau wie in allen anderen Formen des Erlebens, ein unendlicher Raum sich öffnet. Ein Gewahrsein zu finden ist mitten im Tiefschlaf, in der Dumpfheit, in der Müdigkeit. In all unserem Vermeidensfall ist dieser Raum zu entdecken. Und das wird das Raumgleiche oder Dhammadhatu-Gewahrsein genannt. Und das ist das, was sich enthüllt, wenn diese Emotion sich auflöst. So, jetzt habe ich euch die 5 nochmal ausführlich erklärt, um klar zu machen, dass es das Auflösen der entsprechenden Emotionen ist, was diesen Aspekt des Gewahrseins zum Vorschein bringt. Okay. Um wirklich mit dieser Idee aufzuräumen, es wäre dank dieser Emotion, dass wir dieses Gewahrsein verwirklichen. Nein, es ist dank des Auflösens dieser Emotion, dass dieses Gewahrsein zum Vorschein kommt. Okay, und das waren jetzt die 5 Buddha-Familien, die ich gerade erklärt habe, in der Reihenfolge dieses Lotuses war es von vorne gesprochen. Ja, es gibt da verschiedene Zuordnungen, Akshobhya oder Vajrasattva, aber es ist hier so in der Reihenfolge, wie es gesagt, Vajrasattva, Ratnasambhava, Amitabha und Amoghasiddhi und im Zentrum ist Akshobhya. Und das sind die 5 Namen der 5 Dhyani Buddhas, der 5. Jinas. Okay. Da gibt's bei dem östlichen Blatt in verschiedenen Tantras etwas unterschiedliche Zuordnung.
Da habt ihr mir jetzt aber, der Eichen hat mir da die Unterweisung entlockt, die tatsächlich in dem gelben Buch drin steht und tatsächlich auch Teil dieser Übertragung zu dem Arbeiten mit den Emotionen in 5 Schritten ist. Also, auf eine Art war ich euch die noch schuldig. Okay. Dreimal tief durchatmen und dann kommt Virginia rein. Gerne. Wenn man jetzt ab und zu, wenn man hier gerade im Seminar so einen kleinen lichten Moment hatte, dass man sich vielleicht doch nicht so aufregen hätte müssen und dann das aber in dem Moment dann endlich auch sehen kann, was man ja für Schaden eigentlich schon in den letzten 37 Jahren angerichtet hat, ausgenutzt hat, wie geht man denn mit dem schlechten Wissen? Ich kann jetzt auch nichts mehr. Auf den Mond schicken. Da liegen schon ein paar. Hast du sie gehört? Da liegen schon ein paar gute, schlechte Gewissen und da kommt auch. Also, dass ein Bedauern entsteht, damit schon viel Unheil angerichtet zu haben, klar. Schuld war daran niemand. Jetzt können wir vielleicht was dran ändern. Es ist immer wieder durch das Entstehen in Abhängigkeit, durch dieses bedingte Entstehen, immer wieder dazu gekommen, dass diese Muster angesprungen sind. Immer wieder hat das zu diesen Reaktionen geführt. Das kann einem leid tun, aber es war nicht extra. Es war nicht bewusst. Wir hatten nicht die Kontrolle. Und wir dürfen uns selber auch einfach dafür vergeben. Wir dürfen uns vergeben dafür, dass wir es nicht besser wussten. Und wenn da sich nochmal schlechtes Gewissen zeigt, dann wird es zum Mond geschossen. Weil es hat keine Ursache. Du hast es nicht extra gemacht, niemand hat es extra gemacht. Wenn du gewusst hättest, hättest du schon längst anders gehandelt. Wenn du die Fähigkeit, die Möglichkeit gehabt hättest. Schlechtes Gewissen ist nur angesagt, also Schuldgefühle sind nur angesagt, wenn wir bewusst und willentlich zum Schaden von uns selbst und anderen gehandelt haben. Dann ist es gut, Schuldgefühle zu haben und das bewusst anzugehen, es zu ändern, es anders zu machen, sich innerlich vorzubereiten dafür und es dann auch wirklich so zu tun. Dann haben wir dann auch damit aufgeräumt und damit wäre auch das weg. Aber wenn wir so sehen, was wir für einen Schaden angerichtet haben mit unseren Emotionen bisher, mit unseren Mustern, dann gibt es eigentlich keinen Schuldigen. Es gibt ein ziemlich nüchternes Betrachten, okay, ja, diese Muster waren da aktiv, jetzt kommt mehr Gewahrsein rein, jetzt gibt es einen größeren Spielraum, vielleicht ist es dann mal möglich, diese Muster nicht auf den Leim zu gehen, super. Und dann freuen wir uns daran, dass wir es jetzt endlich kapiert haben. Sönam de yitam jese pani tam ne nim pe janam pen jene kenga na chim balam jom payi sim pen son le jo wa shu jampen pa wen jitan kem pa dang kun to zampo de yam de shinte den dang kun jin je su dan lom jing ge wan den dang dam je ram du sang ye ko so Jin Tang O Wa Men Lam Jo.